Moin Moin, Miro hier. Ja, nochmal ein Video von mir vom Balkon. Es geht nicht wirklich um die Pflanzen, auch wenn sie gerade im Bild sind, sondern es ist eher ein Kanal-Update. Einfach, ja, die Kamera, mit der ich gerade filme, hat ja wirklich diverse Überhitzungsprobleme. Habt ihr in den letzten Videos auch immer wieder gemerkt. Und ich werde die jetzt einschicken. Sony braucht, soweit ich weiß, ein bisschen länger für den ja, Reparaturservice, dementsprechend werde ich jetzt ein paar Wochen, vielleicht sogar über einen Monat ohne Kamera sein. Und ja, dementsprechend, es kommen noch ein paar Videos von mir, aber ja, das sind einfach ein paar Videos, die ich noch nicht schneiden konnte. Ja, aber wenn ich zwischendurch mal was Neues zeigen möchte, dann wird das höchstens hier mit meinem Handy mit der schlechten Kamera hiervon passieren. Nexus 4 von LG, das heißt so ganz zeitgemäß ist das Ding nicht mehr, aber ja, ist okay. Aber das heißt auch, ich werde keine längeren Videos machen, keine Reviews, sondern höchstens mal kurz irgendwas in die Kamera halten oder von meinem Balkon hier was zeigen oder so. Was aber nicht heißt, dass es gar keine Videos mehr gibt, sondern ja, ich werde an den Videos von meinem Gartenprojekt arbeiten, die sind alle schon im Kasten, müssen nur noch geschnitten werden, ist teilweise ein bisschen aufwendiger. Und ja, ich glaube, ein Messervideo habe ich auch noch. Da werde ich sehr verspätet noch was nachreichen, was ich eigentlich vor einer ganzen Weile schon hätte veröffentlichen sollen. So viel zu meinem Kanal-Update. Das heißt, wenn jetzt mal in ein, zwei Wochen plötzlich nichts mehr kommen sollte, das liegt nicht daran, dass ich aufgehört habe oder sonst was. Das liegt einfach nur daran, dass ich auf meine Kamera warte. Und ich dachte mir, weil das ja doch ein bisschen langweilig ist, zeige ich euch einmal kurz den Lavendel. Der ist jetzt nämlich aufgeblüht, beziehungsweise fängt gerade an aufzublühen. Ich liebe Lavendel. Ist eine wirklich ganz tolle Pflanze, hat total viele tolle Eigenschaften. Hält mir hier auf dem Balkon ganz nebenbei die Mücken fern. Schöne Sache. Tee kann man damit machen, seine Klamotten damit frisch halten im Kleiderschrank. Und für die Hummeln, ups. Da oben ist irgendwo eine, genau, für die Hummeln ist es eben auch ein toller Spaß. Ja, außerdem im Bild eine kleine Sukkulente von meiner Freundin, ein Stein. Und hier links ein paar Tomaten, da will ich mal schauen, ob ich die Microtom noch ein bisschen promoten kann. Ist ja meine Lieblingssorte, habt ihr diese Woche gerade erst wieder ein kleines Video zu gesehen. Ja, ich werde mal schauen, vielleicht lässt sie sich ein bisschen auf dem Flohmarkt verkaufen und dann werden noch ein paar andere Leute was über diese teure Tomatensorte erfahren. Ja, okay, für die Nicht-Gartenfreunde unter euch habe ich jetzt auch eine Kleinigkeit. Ich dachte mir, es ist lange her. Deshalb mache ich mal wieder einen Pocket-Dump. Das Handy von mir habt ihr schon gerade gesehen. Mein Portemonnaie ist so ein altes Lederding. Ja, hoffentlich konnte man da nicht gerade alles durchsehen. Ganz einfaches Teil, hat nicht mal mehr ein Kleingeldfach. Mein Kleingeldfach hatte ich im letzten Pocket Dump ja schon gezeigt. Das habe ich leider irgendwie verlegt. Ich glaube nicht, dass es verloren ist. Wäre auch nicht schlimm. Da war nicht viel Geld drin, aber ist doch ein bisschen ärgerlich. Im Moment benutze ich stattdessen das hier. Da sind meine Kopfhörer drin. Billige No-Name-Teile. Und mein Kleingeld ist 1 Euro. Für alle Fälle. Und das reicht mir eigentlich immer. Ich zahle sonst viel mit Karte und eben auch mal mit normalen Scheinen. Das Klimpergeld kommt dann in die Hosentasche oder eben da rein. Ja, ansonsten mit dabei ist in letzter Zeit auch immer mein Akkupack, also mein Powerpack von Anker. Das ist ein richtig cooles Teil, hat, ich glaube, 16.000 mAh. Schon ein ordentlicher Brocken, aber damit kann man dann das Handy auch wirklich, wirklich oft aufladen. Ich habe übrigens auch so ein China-Ding. Mal gucken, ob ich dazu mal ein Video mache. Das lief allerdings leider so alles andere als gut. Die versprochene Kapazität war einfach nicht da. Ja, außerdem Netzteil und Kabel dazu. Vor allem auch ein Kabel, mit dem ich die Kamera auch aufladen kann. Die ist nämlich ein bisschen pingelig. Dann hier der Multiclip von Victorinox. Dazu habe ich ja mal ein separates Video gemacht. Ich finde, das Ding ist ziemlich praktisch. Ist im Prinzip einfach ein Gürtelclip für einen Schlüsselbund. Da habe ich dann noch den Quick-Clip von Victorinox mit dran. Da kann man dann einfach so den ganzen Schlüsselbund abziehen und dann auch wieder drauf machen.
auch wenn es ganz gerne mal hakt. Ich würde mir wünschen, dass sie das Ding nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Ja, natürlich mein kleines Victorinox Manager. Den Schlüssel hier kann ich euch ruhig zeigen, das ist mein Fahrradschloss. Das Victorinox Manager finde ich richtig cool, weil es diesen kleinen Notfallkugelschreiber hat. Und eben ansonsten wirklich jedes Werkzeug, das ich brauche, sogar einen Flaschenöffner. Und ja, ich brauche einen Flaschenöffner. DM-Gutscheinkarte, Dings da, Punkte-Ding. Mein KeySmart. Bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit. Ich habe ja die Titan-Variante. Mir gefällt es sehr gut, wie die Kratzer da drauf zu sehen sind. Also das altert sehr schön. Ja, von Kingston, kleinen USB-Stick. Der altert nicht ganz so schön. Der hat jetzt mittlerweile manchmal Probleme, erkannt zu werden. Geht aber in den meisten Fällen. Das Tool habe ich mal vom Dennis für Forest Films geschenkt bekommen. Auch ein cooles Ding, der Flaschenöffner funktioniert nicht ganz so gut, aber das Teil hier funktioniert nicht nur für den Gürtel im Auto, sondern hervorragend auch für Einkaufswagen. Das heißt, jeder Wagen, wo man Geld reinsteckt und nicht in dieses Fach reintut, in diesen Einschub einfach Geld reintun kann, da kann man das Ding reintun und fast immer kann man es auch direkt rausziehen. Das heißt, man vergisst auch nicht zwangsläufig gleich seine ganzen Schlüssel. Ja, nach wie vor am Schlüsselbund auch die Fenix E1. Ja, immer noch, ich glaube, die zweite Akkuladung, das Ding hält wirklich ewig. Wird einfach angedreht. Ja, ganz angenehm. Also das zu meinem Schlüsselgebims. Und jetzt kommt mal wirklich eine Neuerung. Und irgendwie für mich auch eine kleine Sensation. Ich hatte mal angekündigt auf Facebook oder auf Instagram, weiß ich gerade nicht mehr. Da bin ich jetzt ja auch immer unterwegs. Unter Miro Acronymity, beziehungsweise unter Miro Nymity dort. Ich hatte angekündigt, dass mein Lieblingsmesser von Kaiser abgelöst wird. Und es wird abgelöst durch ein weiteres Kaiser. Ich konnte dem Emir, der hatte mir sein Gemini oder Gemini ausgeliehen, dem konnte ich das Messer abschnacken, weil es mir so gut gefallen hat. Ich liebe alles an dem Ding, außer den Pocket Clip. Den finde ich... Ich will jetzt nicht zu harte Wörter benutzen, aber sagen wir mal, ich finde ihn nicht standesgemäß für so ein schönes Messer. Und bei mir in der Hand ist er auch ein bisschen störend. Also der liegt genau an der falschen Stelle für mich. Beim Stefan, der hat ja jetzt letztens ein Video darüber gemacht, da geht sein Finger hier genau richtig rein. Bei mir rammt sich das hier einfach nur hier irgendwo rein, sehr unangenehm. Aber ansonsten ein echt nices Messer. Ja, das nenne ich mir jetzt mein eigen. Das ist für mich wahrscheinlich das Highlight 2016. Cooles Teil. Ja, dazu kommt dann wahrscheinlich ein Video, wenn meine Kamera wieder da ist. Hiermit möchte ich mir wirklich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, weil es für mich eben auch was Besonderes ist. Ja. So, das war's jetzt mit Pocket Dump, Kanal-Update, Lavendelbeschau. Ich hoffe, das Video hat euch alle irgendwie so ein bisschen angesprochen und ja, ich melde mich erstmal ab, genießt die Videos, die noch kommen, ein bisschen was habe ich ja dann doch noch auf dem Kasten und ansonsten...